Und damit herzlich willkommen zu Let's Play 7 Days to Die. Und ich entscheide, ist dieser Bug doch noch nicht behoben. Mit, ihr wisst schon was. Naja, macht ja auch nichts. Ich gönne mir dann, sobald Freeman wieder da ist, wieder ein paar Spezialsachen. Oh, es wird Nacht, aber vielleicht gönne ich mir die auch später erst. Ich könnte noch ein bisschen Holz holen. Beziehungsweise... Wie sieht denn hier eigentlich aus? Ja, das fällt alles noch ein bisschen. Oh ja, das... Das Messing ist das hier... Ah, ich verstehe. Bei dem gehört eigentlich Messing rein. Und ich gönne mir jetzt einfach noch ein paar Bäumchen. Die müssen schon soweit wieder fertig sein. Wächst ja alles relativ schnell. Und dann können wir auch noch ein bisschen Kahlschlag machen. 600, mal sehen, ob es jetzt wirklich nur ein... Nö, gibt auch zwei Saat, mir doch egal. Weniger Holz, kann mir aber wurscht sein. Vielleicht brauche ich noch ein drittes so ein Ding, damit ich wie bei einer Drei-Felder-Wirtschaft zwei wachsen, eins wird abgeerntet. Naja, nicht ganz die Drei-Felder-Wirtschaft, aber ihr wisst, was ich meine. Zumindest jeder, der Drei-Felder-Wirtschaft kennt. Und wir haben so viel Eicheln, das kann mir eigentlich vollkommen egal sein, dass, wenn wir weniger kriegen würden. Vielleicht ist es auch gar nicht effizient, vielleicht geben die auch weniger Holz, kann auch sein. Ist mir aber auch relativ wumpe. Hat genau 20 Schaden pro Zahn, warum auch immer. Brauchen aber auch massig Holz eigentlich. Was ich allerdings sehr, sehr gut finde aktuell, wir haben tatsächlich sehr, sehr gut. Wir haben wirklich sehr, sehr gut Munition. Das haben sie wirklich deutlich verbessert. Was noch bei unser, bei der 1.7, wie wir da um Munition gerungen haben. Der Händler müsste jetzt aber eigentlich neue Sachen haben. Ja, ich hatte noch, oh, ich habe kein Geld dabei. Ich fäll mal kurz hier hinten ein paar. Vielleicht ist es wirklich effizienter. Oh, okay. Der war schon ein bisschen angeknackst. Oh ja, das ist deutlich besser. Und seit wann drehen die sich so komisch? Warum sind die alle kurz vorm Tod? Das ist doch nicht... Ich glaube, das ist... Hä? Das ist ganz merkwürdig. Die haben nur 100 Leben teilweise. Also diese hat alle verbuggt hier, die Bäume. Die auch?
Ich krieg genau 50 Holz raus. Ah, okay, das sind wieder nicht verbackte Bäume. Gut. So, wieder am Stopp. Wollen wir dann nachts looten gehen? Was? Dann über Nacht nochmal looten gehen? Können wir machen. Ich habe auch noch eine Quest offen. Ich hatte gerade ein paar verbackte Bäume, die hatten 100 Lebenspunkte und haben 50 Holz gegeben. Und die haben sich gedreht, wenn ich auf haben sich gedreht und sind dann umgefallen, die auf den X kommen die Soldaten, wenn sie erschossen werden. Das war sehr merkwürdig. Na, immerhin. Also ich habe jetzt mal alle zu Schmieden angemacht. Ich habe jetzt auch mal das ganze Messing in das eine reingepackt. Unsere Schmieden laufen eigentlich aktuell alle. Überall wird was produziert, so ziemlich. Überall wird eingeschmolzen. Beim Messing könntest du nochmal nachschauen. Bei den Messing-Sachen, da könnte es mittlerweile schon durch sein. Da habe ich unsere Trophäen und Türgriffe reingeschmissen. War immer rein da. Jaja, ich meine nur, da könntest du noch was Neues reinpacken, denke ich. Und es ist Nacht. Ah, jetzt geht der Spaß los. Das Gute ist, ich bin ohne mein Motorrad jetzt hier, ich bin hergelaufen. Wenn du willst, können wir eine Säuberungsaktion jetzt nachts machen. Okay, das war wieder so ein komischer Baum. Der auch. Was ist mit diesen Bäumen los? Der auch? Tot! Tot! Merkwürdige Bäume! Tot! So, der unterirdische Garten ist. Also, ich krieg jetzt auch haufenweise. Ich hab nochmal nachgeschaut, auch bei diesen nicht reifen Bäumen kriegst du auch zweimal Saat raus. Sobald sie in der zweiten Wachstumsstufe schon sind, also ab 600 kriegst du auf jeden Fall zwei. Ich dachte immer, es war bloß eine. Wäre auch okay, weil du kriegst es ja wieder. Oh, ich habe zwei Blimey nebeneinander, so wie es aussieht. Eine Schreierin knüppeln. Okay. So teilst du die Frauen also ein, mit denen du was hast. Ohne Motorrad hergekommen zur Base. Die Frauen, die schreien, nennt man Schreierin dabei. Also ich wäre dann soweit. Warte, ich komme langsam auf dich zu. Das ist Zeit. In der Zwischenzeit pflanze ich Bäume. Ah, ich bin wirklich bereit. Ja, warte, ich komme langsam auf dich zu. Und pflanze Bäume. Dann habe ich die ganzen Kiefern-Dinger schon mal weg. Wenn du gleich ein, zwei der Motorräder mitbringen? Ich sehe gerade, das ist wirklich direkt bei uns hier an der Basis. Das Haus. Ich bin fast an der Basis, von daher kann ich mir auch... Hatte ich noch irgendwo? Ne, ich habe wirklich keins mitgenommen, okay. Mein Motorrad ist noch hier. Ich schau mir schnell. Ich weit noch gar nicht, warte mal. Ich gehe rein. Ja, guck mal, Ladung habe ich eigentlich auch dir schon geschickt. Ah! Es ist doch immer noch so ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Oh, nicht mal so schlimm. Nicht, ja, doch. Okay, hier oben. Es könnte wirklich am Wasserwerk sein. Das wäre geil. Ah, ich glaube, das ist der Girls Club. Nee, warte mal. Ach, schade, nee, das ist dieses Haus hier hinten. Ja, da sind auch viele Gegner und viel Loot. Eigentlich alles da, was man braucht. Mit so einem haben wir, glaube ich, die Aufnahme begonnen, oder? Mit so einem Haus. Ja, das vorne an der Stadt, glaube ich. Mhm, war genau das gleiche.
Gute ist, wir kriegen Mineralwasser. Oh, ja. Aber beide? Ne, der lebt noch. So eine schöne Reichweite, finde ich. Besser als der Knüppel wahrscheinlich. Ja. Das, also mit dem treffe ich deutlich besser. Gut. Oh, eine Dose Chili. Also wenn ich dann kann, dann werde ich uns, wie gesagt, leckere Sachen machen. Chili, Hotdogs und Lachsbrötchen. Das Schöne ist, ich habe heute meinen Fleischtag. Das heißt, ich werde dann auch nochmal was Schönes. Ich glaube, ich esse Kotelett. Oder ich habe mir Zeug für Frikassee geholt. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen. So ein leckerer Hühnerfrikassee. Ach, hier waren wir doch vorhin auch drin, glaube ich. Nee. Das ist... Oh, oh. Alter, das leckt wie noch was. Kann grad nicht, ich brenne. Entschuldigung, ah. Meine Schuld. Ja, schon okay. Dir kann ich eh nicht böse sein, lange. Wie meiner Frau. Da kann ich auch nicht lange böse sein. Ich bin eh nicht so nachtragend. Ich brauch keine Zeit dafür. Ja, ich muss auch sagen, das Leben ist einfach... Ich habe sowieso viel zu viel um die Ohren, um dann auch noch so für so einen Kinderkram was aus. Ich habe auch eine, sagen wir mal, Untergebene, die weiß nicht, was die für Probleme hat. Ich habe mich schon gefragt, ob die verheiratet ist oder einfach nur chronisch untervögelt. Die hat auch an allem was rumzumeckern und jeder ist blöd. Geil. Und ich hasse sowas einfach. Oh, komm los, mach den Block kaputt, dann kann ich dir eins auf die Umme geben. Ich helfe dir einfach mal. Ach komm, ich wollte ihn durchlaufen lassen. Nehme ich das Essen hier. Ich habe Katzenfutter. Au. Hab ich die Oh, Entschuldigung, ich dachte, ich habe ihn erwischt. Ich gehe mal hier lang. Baseballschläger ist wirklich geil. Irgendwo schlagen sie sich durch. Nach über uns. Oh, ich habe Wildbreteintopf gefunden. Der ist bestimmt noch gut. Ah. Oh, Scheiße. Ah, ich habe durch ihn durchgeschossen, glaube ich. Schaffst du es? Ja, alles gut. Okay. Den habe ich wenigstens erwischt. Wie geht's dir? Ah, nicht so gut. Ey, man sieht deutlich, ich habe durch ihn durchgeschossen und diesen Block getroffen. Ich heile schon nebenbei. Ja, deshalb, ich versuche auch ein bisschen die Sachen zu sparen. Oh, brauchst du ein Yucca-Rezept für Samen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, ich glaube, die kann ich machen. Ist egal, ich habe es jetzt eh schon gelernt. Ich wollte eigentlich nur die Erfahrung. Willst du mich verarschen? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Lauf, lauf, lauf! Den hab ich. Ich glaube, wir haben irgendwas aufgeweckt hier. Irgendwas greift hier. Oh, erschreckt mich nicht so. Hey, macht irgendjemand was kaputt? Über uns, oder? Ja, aber ich habe Angst, dass sie halt kommen. Schaffst du es? Geht's gut, alles okay. Okay. Ich glaube, das ist Black Dragon. Ah! Ich verstehe nicht, warum du nicht immer das Siffwasser mitnimmst. Das gute Siffwasser. Ich denn damit? Ich sammle das immer. Kann ich Leim draus machen? Knochen haben wir etliche gefunden. Boah, hardcore. Brauchen wir Leim nicht mehr? Einsätze gefunden. Oh, guck mal unter uns. Oh, guck mal unter uns. Ja. Gehen wir runter und prügeln uns mit denen? Ich weiß nicht. Ich bin nicht so motiviert dazu. Okay, dann bin ich aber erstmal nachladen.
Hast du gerade diese andere Schrotflinte? Oder hast du das Gewehr? Ich hab Jagdgewehr. Okay, ich geh jetzt mal runter. Schieß weiter. Warte. Ich habe eins auf den Arsch gegeben, das war ihr Wunderpunkt. Schwachstelle gefunden. Wo kamen die eigentlich her? Bin nicht, die waren auf einmal hier. Hier ist ja irgendwo noch was. Was haben wir denn? Wollen wir einfach mal rausgehen? Müssen wir ja, muss der immer starten. Oh, ist ein Geier, scheiße. Gammelfleisch. Oh, scheiße, ich kann kein Gammelfleisch mehr aufnehmen, wie es scheint. Möchtest du vielleicht? Wo? Hier, obwohl, nee, warte mal, ich trinke einfach das Wasser aus. Dann passt das. Oder waren das Knochen? Ach, es waren Knochen, mein Fehler. Ich pfeife jetzt einfach mal auf das hier. Federn und Gammelfleisch, gut. Hier sind auch irgendwo noch welche. Müssen doch einige sein. Ich glaube, die sind unten irgendwo. Gibt's hier einen Keller? Ich habe gar keinen gefunden. Dachte ich zumindest, dass wir keinen haben. Ich guck mal, ob hier irgendwo ein. Nee, ich wüsste nicht, dass hier irgendwo ein Keller war. Auf dem Weg. Siehst du irgendwas, was kaputt ist? Hier? Wo kommt denn die her? Lass mich mitschlagen. Will dem auch ein Knüppel ins Gesicht hauen. Hinter uns, hinter uns. Was? Geh weg. Was zur Hölle greift mich gerade an? Ich bin mal kurz weggelaufen, weil ich glaube, wir haben uns gerade gegenseitig behindert. Oh, ich weiß, wo sie rauskommen. Ich habe die Stelle gefunden. Ja, genau da. Ach nee, Moment. Ach, ich habe keine Ahnung, wo die jetzt herkommen. Ich starte jetzt die Mission, okay? Kommst du raus? Warte. Kannst. Warte mal, ist Black Dragon hier drin? Ich glaube nicht. Das merkt man dann schon. Ey, 76 Meter, da ist da drüben Shotgun Messiah. Startet? Ja, ist gestartet. Säubere das Gebiet. Darf ich bis zu diesem Ding gehen? Sieht gut aus. Ach, da ist ja auch noch Zeug drin. Den lernen wir mal. Das lernen wir auch mal. Tob dich aus, ich komme gleich. Oh jo. Alteisenbeischienen, die zerlege ich einfach mal. Ein Puffmantel, den zerlege ich auch mal. Stahlschaufel brauche ich jetzt nicht. Ja, ist so geil, der Baby. Komm gleich. Ich loote noch hier draußen erstmal. Jo. Also bin ich eh ein bisschen verletzt, dann kann ich in der Zwischenzeit heilen. Oh, ich hätte auch die Autos hier noch zerlegen können. Richtig, das habe ich vorhin noch gesehen. Ich zerleg mal kurz die Autos, wenn du nichts dagegen hast. Was? Ich denke mal, du wirst klarkommen. Jo. Ach, der Baseballschläger ist geil. Ah, Black Dragon hat noch anscheinend was für mich. Seit die das Update gemacht haben, schweben die Autofracks ein bisschen, wenn man sie erhöht. Kann ich nicht nehmen. Ah. Wie gut ist die? Level 5. Was habe ich hier? Ist eine Eisenschaufel. Ah, ich habe eine Stahlschaufel. Wo kommt die denn schon her? Ist zwar nett, aber ich habe was Besseres. Ich glaube, der denkt auch, wir haben gar nichts, aber wir haben eigentlich schon einiges.
Kommst du, kommst klar. Das geht. Solange ich nicht schreien wie ein kleines Mädchen aus dem Haus renne. Da gehe ich jetzt nicht durch. Brauchen wir eigentlich wirklich noch so viel Polymer? Das kann eigentlich nicht schaden. Ist jetzt nicht vorrangig. Weil das kriege ich gerade wirklich massig. Das? Immer wieder. Ein Messbecher. Ich habe einen Messbecher gefunden. Wow, haben wir auch keinen. Naja, wenn wir noch ein, zwei Chemiestationen bauen wollen, ist es gar nicht schlecht, wenn wir welche haben. Ach, ich dachte, du warst ja schon vorbei. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich hier noch was gefunden habe. Nö, ich war in der Ecke. Nimm doch lieber das Messer dafür. Nicht mehr raus, oder? Ich weiß nicht. Mal schauen, ich teste das mal. Vielleicht nochmal eine Leiche finde. Mann! Tot? Ich glaube auch, dieser Bug ist nicht mehr, dass die Waffen sich selbst entladen. Habe ich zumindest das Gefühl. War auch wirklich nervig. Oh ja. Gott sei Dank habe ich diesen faulen Müll gefunden. Ach, guten Tag. Ah, auf dem Dach ist noch jemand. Ja. Oh, ein Maiskolben, ja, der ist gar nicht schlecht. Ich wüsste gar nicht, dass du so auf Maiskolben stehst. Mais esse ich eigentlich ganz gern. Zuckermais. Allgemein Mais. Ja, obwohl wird eigentlich als Zuckermais verkauft, ja. Zuckermais baue ich wieder an, dieser. Hinter dir? Warum gehst du auf mich, blöder Zombie? Weil du ihn Zombie nennst. Du hast gerade meine Rüstung deformiert. Nein. Einfach des Gefechts. Man find, was ist das denn? Roter Tee. Effektive Verdauung plus 15%. Okay. Wenn die das sagen. Effektive Verdauung. Hinter uns, hinter uns. Ah. Ja, na klar. Ja, na klar. Geh mal kurz weg. Ich muss weg. Die kommt bestimmt gleich. So geil, die ignorieren dich total. Ich kann dir unter den Rock schauen. Guck mal, du kannst den unter... Geh mal weg, ich kann dir... Die haben ja einen Schlüpfer an. Der hat sich einen Schlüpfer an. Aber eine dreckige Schlüpfer. Na, was erwartest du? Obere. Hallo, sie ist ja eine dreckige Schlampe. Wenn man so lange ohne Frau hier leben muss, dann fängt das an, schon nicht mehr so schlimm auszusehen. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich hab mich nicht gewaschen. Ach, egal. Ich glaube, in der Apokalypse ist dir das egal. Da bist du froh, dass du einfach nur eine Frau hast. Weil diese ganzen Sachen sind tatsächlich eher bei uns so. Wir sind halt eher... Obwohl... Nee, ist auch nicht wahr. Ich sag's mal so, sozial Schwachen ist das tatsächlich egal. Man denkt ja auch immer bei manchen Frauen, wer würde mit der was machen, und die kommen auch auf ihre Stiche. Ja, es gibt welche, da ist das scheißegal.
Soll ich, ich habe noch das, ich habe noch so eine Herausforderung für Hunde, da könnten wir Fleisch bekommen. Ja, hier, du brauchst doch immer Money. Ja, gerade eigentlich nicht so, aber ich freue mich trotzdem, wenn du mir was abgibst. Geh mal in die Kiste da. An welche? Neben mir. Warte, ich geh jetzt mal in die Nahrungskiste. Neben dir. Die vor mir jetzt quasi. Militärhelm, den zerlege ich. Obwohl. Okay, Platz im Inventar. Ich auch nicht, aber die ist gar nicht so schlecht. Ich esse jetzt mal ein bisschen was. Hab ich noch ein Motorrad im Inventar? Ach, du auch? Ich hatte vorhin nämlich auch eins. Verstehe ich jetzt nicht. Also einen Motor kann ich zerlegen, oder? Ja. Haben wir es jetzt gesäubert eigentlich? Nee. Ich? Nee, tatsächlich nicht. Draußen ist noch einer. Wie ist aus? Also irgendwo weiter unten ist noch einer. Ach, das ist bestimmt ein Geier. Wenn ich hier rausgehe, könnte ich wetten. Nee, es ist ein Geier. Da oben. Ja, es kommt auch schon. Das Vieh will nicht runterkommen. Ich will dein Fleisch. Und warum magst du Pandas? Was magst du am Pandas am liebsten? Ihr Fleisch schmeckt so köstlich. Bezart und selten. Der fliegt immer höher. Der verarscht mich. Wo denn? Über dir. Der greift dich an. Hinter dir. Kackvieh. Okay, wir haben es geschafft. Blöde Scheiße. Der ist echt hochgeflogen. Ja, und dann auf mich in Sturzflug. Ja, Standard. Effektive Verdauung. Ich überlege, ob ich den Militär vielleicht anziehe. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Ich nehme einfach mal die Mods aus meinem raus. Heißt aber auch nur Level 1. Aber der eine Rüstungswert wird mich wahrscheinlich auch nicht unbedingt retten. Blöde Basis. Mal schnell zur Basis. Dann machen wir noch Hunde. Okay, ich mach das Hunde, nehmen wir schon mal an. Wir gehen nicht vor die Hunde. Ich kann es nicht lesen. Warum kann ich das nicht lesen? Ach, ich weiß warum. Ich habe nämlich noch eine weiße Herausforderung. Ich fahr mal zu der. Ich folge dir gleich. Ach, das habe ich ganz vergessen, dass er ja noch was auf. Das weiße Ding waren die Herausforderungen, jetzt erinnere ich mich. Und danach machen wir direkt, wir gehen nicht vor die Hunde, dann kriegt man noch ein bisschen Fleisch. Verrottetes. Bei wir gehen nicht vor die Hunde, sollten wir aber mit Waffen arbeiten, weil ich erinnere mich noch, das waren 5-6 Hunde und. Das könnte übel ausgehen. Oh, ein Schulbus. Was? Mach ich fertig, die Hunde. Ja, aber du hast dann normalerweise nichts, wo du hochspringen kannst. Wo ich nicht. Ach, ist das weit weg. Dann machen wir einfach noch ein paar Herausforderungen, würde ich sagen. Ja. Ich habe leider nur einmal das mit den Hunden. Wir haben bisher noch keinen Huhn gefunden, oder? Huhn? Ja. Gefunden. Weil es gibt ja die Herausforderung, nagel ein paar Hühner mit der Nagelpistole. Und wenn es dann wieder Tag ist, kann ich auch direkt zum Händler fahren und die Quest abgeben. Händlerquests sind einfach echt super. Ach, ey, ich vergesse, nimmst du ein bisschen Geld mit? Wenn du schon mal zu Hause bist. Weil ich habe mein ganzes Geld rausgepackt. Versuch mal gerade was zu bauen. Okay, tu das. Ich warte hier mal auf dich. Und esse ein bisschen Wildbret-Eintopf.
Habe ich nicht eigentlich auch gelevelt zwischendrin? Oh ja, ich habe 2 Punkte. Parkour. Ah ja. Du brichst dir nie wieder ein Bein, das ist cool. Aber ich... Sollte ich auf Leben vom Land gehen? Mach doch auf Level 5. Du kannst mutierte Samen fertigen. Aber mutierte Samen haben wir doch gar nicht. Ich will erstmal kurz gucken, ob das was bringt. Mutterboden. Geld brauchst du eigentlich? Warte mal kurz. Supermeister. Was? Wie viel Geld du brauchst. Nimm einfach mal ein bisschen was mit, weil wir können jetzt wieder beim Händler was kaufen, deshalb. Ne, aber wir können nur die Samen von den Meistern machen, aber lohnt sich das? Keine Ahnung, ich hatte die Samen noch nie. Ja, eben. Beim letzten Mal konnte ich es ja auch und das Problem war ja eigentlich, dass wir... Laufen und schießen. Müsste ich auch irgendwann machen. Aber jetzt erstmal. Masochist klingt nett. Standhaftigkeit. Nehmen wir erstmal das. Ich nehme erstmal Stand abgehärtet. Du verursachst 270% Schaden mit Kopfschüssen. Macht man das nicht so oder so? Nee, also je höher du Standhaftigkeit erhöhst, umso mehr Schaden machst du mit Kopfschüssen. Das geht bis auf 300%. Und du hast mit deinen Fäusten und Maschinengewehren eine Chance von 50% dein Ziel zu zergliedern, wenn ich es auf Maximum habe. Bist du noch weit von mir weg? Ah ja, soll ich einfach mal starten oder soll ich warten? War das jetzt der Hunde oder die andere Mission? Ich weiß nicht mehr, was das hier war. Ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Am Tag packt mich die Arbeitswut. Ja, dann mach erst mal. Ja, okay, das mit den Hunden wäre es gut, wenn ich dich dabei hätte. Ja. Ich habe gerade eine Krankenschwester, der ich meinen Knüppel zu spüren gebe. Da brauche ich dich nicht. So nicht teilen, ja? Ja. Okay, ich werde von Holzfällern angegriffen. Aber der Tag ist, sind die auch relativ langsam. Hab mich geirrt. Ja, 5 Holzfäller. Ich schieße doch mal mit der Schrot, die geben es mir doch ganz schön. Ah, ich bin auch schon ziemlich verletzt. Wenn's halt. Ja, glaube ich, mit der stärksten der Holzfäller. Ah. Okay, ich nehme als nächstes an. Darf ich das jetzt lesen? Ich darf es nicht lesen. Warum nicht? Erstes fertig. Ich glaube schon, also ich sehe nichts mehr. Ich nichts mehr weiß. Verstehe ich das nicht. Vielleicht ist es verbuggt, weil ich das noch vom letzten Mal hatte. Ach, die scheiß Hunde unten bellen schon wieder. Ich darf es nicht lesen.